bereit bist, auch später auf jeden Fall anzuschauen, dass du bereit bist, neue Sachen zu lernen, dass du bereit bist, ein Level-Up wirklich zu machen. Und ich meine, Leute, das sollte auch genau dieser Punkt sein, weil, Leute, jeder einzelne Mentorship-Call war damals bei mir der Grund, warum ich Dinge verändert habe. Und Leute, mir ist es oft angekommen, weil ich habe es sehr, sehr oft jetzt mittlerweile gesehen, dass Leute auf Calls kommen und nicht mehr dieses Brennen haben, wisst ihr, dieses Verlangen haben, wirklich Dinge zu change, diesen Hunger haben, wo sie da sitzen und gefühlt ich ihre Camps angucke und die Seite wechsle, weil ich Angst zu ihren Blicken habe, weil sie so hungrig sind, wisst ihr, dieses wirkliche Hunger davon haben, Dinge wirklich sehr stark zu verändern. Und Guys, was ich euch sagen möchte, ist, dass das Einzige, was du in diesem Business brauchst, es ist kein Skillset. Es ist nicht irgendwie, dass du gerade Zeit live fuchst. Es ist dieser verdammte Hunger. Es ist der verdammte Hunger, den du wirklich brauchst und den du einfach produzieren musst. Weil genau daran scheitert es momentan, Leute. Ich sehe so viele Gesichter, wenn ich durch die Camps gucke, Leute. Ist die P1K, ist die P2K, ist die Chairman, ist die Funded Trader. Aber ich sehe das Feuer nicht mehr wirklich, wisst ihr, Guys? Lass uns bitte darüber wieder fokussieren und sie da immer reminden, warum wir wirklich angefangen haben. Was damals der Grund bei uns war, warum wir auf Join Now geklickt haben. Leute, ich hatte gerade eben einen Call mit Niklas und mit Jonas Biener, Leute, der Call war crazy. Und er hat mir auch gesagt, er hat gesagt, Adam, kennst du das Gefühl noch? Und er hat gesagt zu Niklas, Niklas, kennst du das Gefühl noch, wo du damals hier gestartet bist? Und darüber Gedanken gemacht hast, wie es sich anfühlen wird, wenn du dieses Why erreicht hast. Wie es sich anfühlen wird, wenn du wirklich die Sachen zu 100% erreicht hast. Leute, in dieses Gefühl müsst ihr wieder reintappen. In dieses Gefühl musst du jeden Tag wieder reintappen. Und ich meine, Guys, dieses Gefühl wieder zu spüren, ist einfach eine Entscheidung, oder? Es ist einfach nur eine Entscheidung, sich wieder genau so zu fühlen. Und Leute, es ist eine Entscheidung, daran zu glauben, dass du erfolgreich sein kannst. Es ist eine Entscheidung, daran zu glauben, dass du Chairman gehen kannst, bis Empire Rises. Es sind Entscheidungen, Guys, größer zu denken. Warum sind die meisten Menschen, Leute, in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr Visionäre? Wieso erreichen sie nicht größere Sachen? Warum? Weil sie sich nicht dazu entschieden haben. Weil niemals der Impuls gegeben wurde, größer zu denken. Weil sie gar nicht mehr die Möglichkeit hatten dazu, mehr erreichen zu können. Sie haben es gar nicht mehr im Kopf. Sie haben gar nicht, Leute, das ist das Krasseste, ja? Sie haben es gar nicht im Kopf, diesen Gedanke, ich könnte meine Eltern finanziell frei machen. Die haben es nicht im Kopf. Sie haben gar nicht mal diesen Gedanken im Kopf von wegen, okay, ich könnte irgendwann finanziell frei sein. Leute, diese Menschen haben das gar nicht im Kopf. Das heißt, irgendwo bist du schon ein Gewinner. Alleine, weil du dieses Mindset hast. Irgendwo hast du schon längst gewonnen, weil du dieses Mindset hast. Weil du diesen Gedanken alleine einmal hattest, kannst du es erreichen, oder? Wir sagen es immer so schön, wenn der Glaube so groß ist wie ein Sandkorn, kann er Berge versetzen. Und du hast diesen Glaube in dir. Okay? Aber Leute, wir müssen uns dazu entscheiden, wieder daran zu glauben. Leute, wie heißt dieser Call? Drop's gerne in den Chat. Wie heißt dieser Call und warum will ich ganz genau über dieses Thema sprechen? Guys, wir sind momentan in einer Phase, wo du gerade gefragt bist, wo nicht dein Leadership gefragt ist, wo nicht irgendwelche anderen gefragt sind. Du bist gerade gefragt und niemand anderes. Leute, wir haben in 2 Monaten Empire Rises, das größte Network-Marketing-Event, soweit ich weiß, in Deutschland. Leute, wir werden Ulm zum Beben bringen. Leute, wir haben Special Speaker von Amerika, die für solche Events eigentlich gar nicht auf den Zoom-Call kommen und sie kommen live vor Ort auf dieses Event. Leute, denn Alex Morton himself ist am Start. Etliche Chairman 750 sind dort am Start. Okay? Leute, die krassesten Führungskräfte sind dort am Start. Die Frage ist aber, was für eine Version von dir ist dort am Start? Das ist die Frage, die du stellen solltest. Und ich weiß, Leute, wir reden die ganze Zeit darüber, wir haben über Rotterdam auch drüber geredet, aber ich will, dass es wirklich bei dir hätte. Wer willst du und was willst du haben, wenn du dort auf dieses Event gehst? Wenn sich die Türen öffnen, du diese gesamten Menschen siehst, du hast davor deine Hand 300 Mal geklatscht, weil du so viele Menschen dort kennst. Was für ein Gefühl, was für eine Person willst du dort sein? Frag dich das selber. Droppt da gerne eure Ziele bis Empire Rises in den Chat. Was sind eure Ziele? P2K, P5, P5, it's already done. P2K, Six-Figure, P6. Leute, wir werden so viele Funnel-Trailer kreieren. Mit das, was noch am Ende dieses Calls kommt, vertraut mir. Für alle meine Trader, Leute, bleibt am Ende dran. Für alle meine Networker, bleibt am Ende dran, Leute. Weil, Leute, wir werden TNB, also wirklich, dass wir sagen, Trade and Build aufs nächste Level bringen, Leute. Auf das absolute nächste Level bringen, Leute. Am Ende des Calls. Okay, deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Guys, ich sehe so viele Ziele, aber Leute, es haben zu wenige reingeschrieben. Leute, definiert euer Ziel. Definiere dein Ziel. Wer willst du sein? Und stell es dir jetzt schon vor, wie wenn sich diese Türen öffnen. Du gehst an diesen Parkplatz, du steigst in dein Auto ein, fährst auf dieses Event und du hast in den Kopf, ich habe das geschafft, was ich damals in diesem Call, wo Adrian gesucht hat, gesagt habe. Ich bin 10K Funnel gegangen. Ich bin P2K gegangen. Ich habe diese Sachen erreicht. Stell dir das mal vor, wie ich es anfühlen muss für dich, wenn du auf dieses Event fährst und es schon geschafft hast. Schreib mal in den Chat, wie es sich für dich anfühlt. Wie das Gefühl ist so auf der Brust, wie du auf dieses Event gehst und du weißt, ey, das, was ich vor 2 Monaten in den Call gesagt habe, ist einfach dann. Du guckst in den Spiegel und sagst, du hast es gepackt. Gänsehaut, oder?
Weißt du, du bist stolz. Du bist stolz. Wisst ihr, was traurig ist, Guys? Und jetzt starten wir in den Call rein, dass dieses Gefühl, dieses Stolze, dieses Gänsehaut in unserer heutigen Gesellschaft so gut wie nie wieder gespürt wird. Nie. Die meisten Menschen kennen dieses Gefühl schon. Vielleicht kennst du dieses Gefühl auch nicht. Und der einzigste Punkt ist, warum du dieses Gefühl nicht spüren wirst in Empire Rises, ist die Person, die du jeden Tag im Spiegel siehst. Das ist der einzigste Punkt. Es ist nicht deine Upline, es ist nicht jemand anderes, es bist du selber. Leute, ich finde, der größte Punkt damals, der bei mir alles in diesem Business verändert hat, der bei mir damals einen Change gemacht hat, der bei mir damals mich zu einem Level Up bewegt hat, war, wo ich verstanden habe, der gesamte Erfolg, alles, was momentan in meinem Leben läuft, und es geht hier nicht ums Business, Freunde, lass bitte fokussiert sein. Es geht nicht ums Business, es geht hier um dein Leben. Alles, was momentan in deinem Leben läuft, sei es im Sport, sei es familiär, sei es Beziehungen, sei es Business, sei es irgendwas anderes, ist in deiner Verantwortung. Alles. Und wenn du dir diesen Gedanken bekommst, diesen Impuls bekommst und das verstehst, dass egal alles, was gerade in deinem Leben passiert, in deiner Verantwortung ist, wie du dich gerade fühlst, auch in deiner Verantwortung ist. Weil Leute, es ist so. Wie du dich gerade fühlst, wenn du gerade depressiv bist, ist in deiner Verantwortung. Wenn du gerade happy bist, ist es in deiner Verantwortung. Alles liegt in deiner Verantwortung. Wenn du diesen einen Punkt verstehst und wirklich verstehst, dass du auch, wenn alles in deiner Verantwortung ist, ja, alles ändern kannst, vertraue, dein Leben wird extrem leicht. Und Leute, diesen Klickmoment hatte ich nach den allerersten 6 Monaten. Genau das habe ich verstanden. Und ich kann dir auch sagen, zu 100%, 90% der Menschen, die in diesem Business am Start sind und die kein Geld verdienen und die keine Resultate haben, obwohl sie seit 1 Jahr am Start sind, obwohl sie seit 2 Jahren am Start sind, sind immer die Personen, die Verantwortung abgeben. Und das kann dir jeder bestätigen auf diesem Call, der lange am Start ist. Die Personen, die keine Resultate haben seit einer längeren Zeit, haben einfach kein Verantwortungsbewusstsein über sich selbst und über ihre Taten. Das ist alles. Geist, Erfolg benötigt ein was. Erfolg benötigt deine absolute Hingabe. Es benötigt deine absolute Hingabe. Aber Leute, woher kommt diese Hingabe? Es kommt in deiner Verantwortung. Es kommt in deiner Entscheidung, oder? Es kommt damit, dass du dich entscheidest dazu, ich werde heute nicht rausgehen. Ich werde, auch wenn gerade Sommer ist, auch wenn es gerade schön ist, ich werde heute nicht raus für ein Party machen gehen. Es liegt alles in deiner Verantwortung. Und Leute, ich sag's immer so schön, das Leben ist so, das Leben ist einfach immer Entscheidungen, okay? Und Leute, ihr müsst euch das immer so vorstellen. Ihr lauft diesen Weg, kennt diese Videospiele, wo man so einen Weg läuft und du kannst entscheiden, gehst du jetzt links oder gehst du rechts? Und so musst du dir vorstellen, ist das Leben auch die ganze Zeit. Die linke Tür ist dein Erfolg, die rechte Tür ist deine Komfortzone. Und du musst dich einfach nur oft genug für die linke Tür, für deinen Erfolg entscheiden und automatisch bist du Chairman. Automatisch bist du P5. Geist, wenn ich gefragt werde, Adrian, wie bist du P5 gegangen? Adrian, wie hast du das geschafft? Wie hast du das aufgebaut? Geist, for real, ich sage einfach nur, ich habe mich einfach oft genug dazu entschieden. Das ist alles. Ich habe mich einfach oft genug dazu entschieden. Wo mir immer diese Frage vom Leben gestellt wurde, willst du es wirklich haben? Willst du die Sachen wirklich haben? Habe ich einfach immer wieder gesagt, ja, ich will sie haben. Und ich habe die Sachen nicht nur gesagt, ich habe die Sachen auch wirklich getan. Aber Leute, wisst ihr was? Was wir in diesem Game hier verstehen müssen, dass wir die ganze Zeit sabotiert werden. Die ganze Zeit werden wir sabotiert. Und wisst, weißt du, was das Witzige ist? Du weißt gar nicht mehr, dass du sabotiert wirst. Drop mal eine 7 im Chat, Leute. Und ich will diesen Call ein bisschen anders gestalten. Ich will dir ein paar Klickpunkte geben. Drop mal gerne eine 7 im Chat. Das ist Scholl, droppt einfach eine 7. Droppt eine 7 Chat, wenn du das trojanische Pferd kennst. Droppt mal eine 7 Chat. Ich erzähle euch mal die Story, okay? Geschichte bin ich auch ein Freak, bis hier, also gute Talks mit Namen kennen. Weil das trojanische Pferd ist, da gab damals Troja, okay? Und Troja war eine der krassesten Militärstädte, die es gab, okay? Damals, sehr, sehr, sehr alt, okay? Der krasse Militärstädte, die es gab, Leute. Die hatten eine Armee, Leute, das war Elite-Shit, okay? Das waren die Krankesten, okay? Und ich weiß nicht mehr genau, wer es war, ich glaube, Griechenland wollte in Troja einfallen. Die hatten irgendwie so ein paar Streitigkeiten und sowas. Ich glaube, damals war es wegen der Frau, laut der Legende. Und sie sind damals eingefallen in Troja und wollten diese Stadt vernichten. Seit über 30 Tagen ging dort dieser Kampf, wisst ihr? Und die Griechen haben es einfach nicht gepackt. Okay, Troja war zu stark. Die haben es einfach nicht gepackt. Was haben sie gemacht? Was haben sie dort ganz genau gemacht, Leute? Wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie haben alle ihre Schiffe genommen und sie haben die stärksten Krieger dort gelassen. Alle ihre Schiffe sind weggefahren und sie haben ihre stärksten Krieger dort gelassen. Sie haben ein Pferd gebaut, okay, ein Pferd aus Holz. Und das Pferd aus Holz sollte als Siegesgeschenk für Troja gelten, okay? Das ist eine Trophäe für Troja. Was haben die Trojaner gemacht? Die Trojaner haben dieses Pferd genommen und haben es in die Stadt reingefahren. In die Stadt reingefahren. Haben gefeiert, haben getrunken, ey, wir haben den Angriff besiegt, bla 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 bla. Okay? Haben gefeiert. In diesem Pferd aber waren 40 der besten Krieger von Griechenland daran dabei. Okay, in der Nacht ist was passiert? Sind uns ein Pferd raus und haben die gesamte Stadt in Flammen gesetzt und mal alle Menschen gebracht. Haben gewonnen. Okay, warum erzähle ich dir diese Geschichte? Das trojanische Pferd gilt für Dinge, die erst in deinem Leben positiv erscheinen, aber im Endeffekt negativ sind. Frag dich mal, wie viele trojanische Pferde hast du gerade in deinem Leben? Diese App, die du jeden Tag auf dein Handy benutzt, TikTok, ist es gut für dich oder ist es ein trojanisches Pferd?
Die Menschen, mit denen du tagtäglich Zeit verbringst, die dir ins Gesicht lachen, sind Brüder für immer, sind sie wirklich ein Brüder für immer oder sind sie ein trojanisches Pferd? Du selber, dein Spiegel sagst, ich mache doch alle Sachen richtig. Ist es wirklich so oder lügst du dich einfach nur selber an die ganze Zeit und manipulierst dich selber? Denk darüber selbst mal nach. Okay? Weil ich finde, Leute, der größte Clickmoment in diesem Business, Guys, ist Ehrlichkeit zu dir selber. Leute, egal in was für eine Phase ich war, und ich sage euch ehrlich, Leute, ich bin nicht der Typ, wenn ihr jetzt denkt, ah, dann ist ja eh der Typ, ja, der zieht alles diszipliniert durch, der macht jeden Tag Akquise, macht jeden Tag. Leute, ich bin auch nicht die ganze Zeit diszipliniert, ich habe auch meine Up and Downs, ich habe das auch, aber mich unterscheidet ein was von den meisten hier. Ich weiß, wenn ich meine Up and Downs habe, ich weiß, wenn ich gerade reinscheiße, ich weiß gerade ganz genau, wenn Dinge nicht vorangehen, aber ich weiß auch ganz genau, was ich ändern muss. Ich manipuliere mich nicht selber. Ich lasse nicht Lügen in mein Leben rein. Ich lasse nicht Lügen in meinen Charakter rein. Und diese Lügen sollst du rauswerfen. Deswegen frag dich einfach mal selber, dass du es die letzten 7 Tage gemacht hast. Dass du die letzten 7 Tage gemacht hast. Stell dir mal vor, die letzten 7 Tage ist es dein gesamtes Jahr gewesen. Und du weißt, was du die letzten 7 Tage gemacht hast. Du weißt, wie viel Akquise du gemacht hast. Du weißt, wie viel GoLive du geschaut hast. Du weißt, ob du konstant warst. Du weißt, ob du abgelenkt warst. Wenn du das dein gesamtes Jahr weiter tun würdest, würdest du wirklich an dein Ziel kommen? Würdest du wirklich an dein Ziel kommen? Und Leute, wir kennen doch den Preis. Wir alle haben doch einen Gameplan gemacht. Und wenn wir ehrlich sind, die letzten 7 Tage, was hast du getan? Niemals. Und vielleicht ist es, Jonas, braucht Respekt, dass du es reinschreibst. Und vielleicht geht es gerade einigen Leuten auf diesem Call hier genauso. Die sagen, ey, verdammte Scheiße, mir ist gerade aufgefallen, wenn ich so weitermache, werde ich hier keine Resultate haben. Wenn ich so weitermache, werde ich wahrscheinlich in diesem Business nichts erreichen. Congrats. Gut, du hast das verstanden, was 90% in diesem Business nicht verstehen. Du hast genau das verstanden, was die meisten Menschen nicht verstehen. Du bist gerade ehrlich zu dir selber. Aber dann bitte sei nicht einfach nur ehrlich, sondern ändere was. Dann ändere was. Weil du weißt doch ganz genau, was du falsch gemacht hast. Du weißt doch ganz genau, was du falsch gemacht hast. Du weißt doch ganz genau, was du jetzt wirklich ändern kannst. Deswegen, Guys, lass uns diese Sachen ändern. Lass uns diese trojanischen Pferde, die momentan in unserem Leben sind, sei es andere Menschen, sei es Gewohnheiten, sei es irgendwas anderes, weil Leute, die Sünde und die Lüge schmeckt doch immer am Anfang gut, aber am Anfang ist sie einfach verrottet, oder? Am Anfang ist es immer so. Am Anfang schmeckt das immer extrem, extrem gut. Leute, würde mir gut schmecken, jetzt rauszugehen und einfach nur scheiße zu wollen. Es macht einfach Spaß. Aber Leute, wisst ihr, was das wahre Gefühl ist? Und auf dieses Gefühl solltest du achten, nachdem du etwas getan hast, dieses Gefühl bestimmt meistens, ob etwas gut oder etwas schlecht ist. Meistens. Wenn du dich mit Menschen triffst, achte nicht darauf, wie es ist, wenn die Person mit dir zusammen ist. Achte darauf, wenn du diese Person verlässt, allein zu Hause bist, wie fühlst du dich da? Bist du excited? Bist du on fire? Oder sitzt du einfach da und denkst dir so, gar keinen Bock auf mein Leben. Wenn du gerade irgendwas getan hast, die Netflix-Serie angeguckt hast, fühlst du dich danach, ey, ich hab voll Bock? Oder denkst du so, ich will pennen. Und wenn du dir 2 Packungen Chips reingepfiffen hast, fühlst du nach gut oder fühlst du nach schlecht. Und auf dieses Gefühl sollten wir verstehen. Leute, die Droge, die momentan da draußen am aktivsten ist, und darunter leiden wir alle auf diesem Call, lautet Dopamin. Diese Droge lautet Dopamin. Und alle 113 Gesichter auf diesem Teamcall, und ich ziehe meins auch mit, sind süchtig nach dieser Droge. Sind süchtig nach dieser Droge, nach diesem Gefühl von Dopamin. Dieses Gefühl von geil. Dieses kurzfristige Push, dieser kurzfristige Kick. Danach sind die meisten Menschen hier süchtig. Aber ich kann dir einfach sagen, du solltest dich für ein anderes Dopamin jetzt entscheiden. Weil Leute, Dopamin, wir sind süchtig danach. Und diese Sucht ist sehr, sehr schwer zu bekämpfen. Aber ich will dir einfach nur erklären, dass du dich für ein anderes Dopamin entscheiden solltest. Leute, wisst ihr, was mir Dopamin gibt? Es ist nicht, dass ich da auf Internetseiten gehe und mir gewisse Videos angucke. Es ist das, dass ich an mein Whiteboard gehe und meine To-Do's abhake, wisst ihr? Es ist das, dass ein Teampartner mir schreibt, und mir sagt, danke, Arthur, dass mein Leben verändert. Es ist das, dass ich blaue Zahlen auf dem Trailer sehe. Entscheide dich für dein richtiges Dopamin. Entscheide dich für die richtigen Sachen. Und Guys, ich sage gerade euch nicht nur diese Sachen, um euch hier im Business nach vorne zu bringen. Leute, ich sage euch gerade wirklich diese Sachen, weil Leute, dieser Teamcall soll dein Leben impacten. Okay, soll wirklich dein Leben impacten. Soll dein Leben Sachen verändern. Okay, dass wir Menschen werden, die nicht nur hier Chairman, dies, das, anders, nein, die im Leben erfolgreich werden können. Weil genau die Sachen, die ich gerade anspreche, genau das sind diese Punkte, wo die meisten Menschen keinen Erfolg in jedem etlichen Lebensbereich haben. Im Sport, in der Beziehung, irgendwo. Deswegen haben die meisten Menschen keinen Erfolg. Wegen diesem Dopamin. Okay, und wegen diesen trojanischen Pferden. Deswegen, und zu was für ein Dopamin entscheidest du dich? Zu was für ein Dopamin entscheidest du dich? Entfernen diese kurzfristigen Sachen, weil wir alle wissen momentan, was wir momentan tun, was uns kurzfristig pusht, aber dann wird uns scheiße fühlen, oder? Wir alle kennen auch diese Sachen. Entfernen diese Sachen und ersetze sie mit anderen Dopamin. Ersetze sie mit langfristigen To-Dos, dass du am Start bist, dass du sagst, okay, diese Sachen
Ey, wisst ihr, was ein geiles Gefühl das ist, for real? Du am Tag, hast ja tatsächlich Leute droppen, die jetzt schon wieder, einige von euch kennen das. Du sitzt am Tag und du hast Augenringe bis zu den Füßen runter. Du weißt, ey, heute ist alles gegeben. Du gehst mit deinem White, mit deinem Stift aktivieren, gehst dann To-Dos und machst einfach einen Haken. Zack. Du machst einfach einen Haken. Leute, das ist das schönste Gefühl, was es gibt. Weißt du warum? Weil du ganz genau weißt, dass du erfolgreich werden wirst. Ganz genau. Leute, Erfolg, hört mir zu. Erfolg definiert sich nicht daran, dass du ein Lamborghini hast, dass du ein AMG hast, dass du keinen Plan, eine Rolex hast oder sowas, dass du ein Wire reich hast. Leute, Erfolg ist, dass du jeden einzelnen Tag meisterst. Das ist Erfolg. Drop mal eine 8 in den Chat, wenn du weißt, was du jeden Tag machen musst, um hier erfolgreich zu werden. Im Trading, im Network. Und sollte jeder wissen. Wenn du es nicht weißt, frag bitte sofort danach deine Upline. Sofort. Wenn du ganz genau weißt, was du eigentlich jeden Tag tun musst, um eigentlich erfolgreich zu werden, was auf jeden Call gesagt wird, was du eigentlich mal brauchst. Ich meine, wenn du es doch jeden Tag tust. Und wenn du einfach nicht als Aufgabe setzt, ich will den AMG haben, sondern dir einfach als Aufgabe setzt, ich will jeden Tag diese To-Dos abhaken, dann bist du doch eigentlich schon erfolgreich, oder? Dann ist diese AMG, dann ist dieses Warum, dass diese finanzielle Freiheit doch eigentlich schon noch ein Nebenprodukt davon, oder? Dann ist es einfach noch ein Teil des Prozesses. Dass ich dir klar machen möchte, du bist schon längst erfolgreich, wenn du jeden Tag die Sachen tust. Und du sollst dich auch jetzt schon auch erfolgreich fühlen. Du hast schon diese gesamte finanzielle Freiheit. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis in die Realität kommt. Aber du tust jeden Tag die richtigen Sachen dafür. Ich meine, wenn du ins Gym gehst und dann einfach ein geiles Workout hast und mit seit 2 Wochen konstant in diesem Gym, guckst du dir auch nicht in den Spiegel und sagst dir, ey, fuck mal, ich habe noch kein Sixpack, ich glaube, ich höre auf. Ich glaube, heute gehe ich nicht. Nein, du weißt, ey, wenn ich das so weitermache, 6 Monate, ein Jahr, 2 Jahre weitermache, dann habe ich meinen Traumkörper, oder? Und genau das ist in diesem Business auch. Wenn du weißt, jeden Tag tue ich diese Sachen, jeden Tag mache ich diese Sachen, dann mache ich das nur noch 2 Jahre weiter und du hast deinen Erfolg. Leute, das habe ich damals vor 1,5 Jahren gecheckt. Es ist so simpel, Guys. Es ist so simpel. Drop mal in den Chat, wenn du es verstanden hast. Drop mal in den Chat, wenn du gerade verstanden hast, okay, eigentlich so schwer ist dieses Game doch gar nicht. Das ist keine Disziplin, Guys. Es ist nur jeden Tag diese Entscheidung dazu zu treffen. Es ist nur zu verstehen, dass es wirklich nicht lange dauert. Okay? Weil, Guys, klar, 2, 3 Jahre ist vielleicht gerade für uns viel, aber stell dir mal 2, 3 Jahre vor im Vergleich zu 40 Jahren, wo du deine Ziele erreicht hast. In 40 Jahren, wo du nie wieder sacrificen musst. Stell das doch mal vor. Wenn du 2, 3 Jahre einfach sagst, okay, 2, 3 Jahre in diesem Business tue ich einfach mal das, was nötig ist. 2, 3 Jahre tue ich mal in diesem Business diese Sachen, die gerade unkomfortabel für mich sind. 2, 3 Jahre tue ich mal auf ein paar Sachen verzichten. Aber was hast du langfristig dann davon? Langfristig hast du dann Freiheit. Langfristig hast du dann deine gesamten Ziele erreicht. Okay, Guys? Und das sollte Ansporn sein. Aber Leute, wollt ihr einen Cheatcode wissen, wie es euch viel leichter fällt? Wie es euch viel leichter fällt, sich jeden Abend hinzusetzen, einfach diesen verdammten Haken da reinzumachen? Wie es einfach sich einfacher fällt, gerade auf dem Call zu sein und mitzuschreiben. Weil du weißt, ich sehe gerade einige Cams, die sind nicht an. Und wenn du gerade die Cam aus hast, ich hoffe, du bist trotzdem fokussiert. Aber ich weiß, wenn ich die Cam nicht an habe, bin ich nie fokussiert. Ich bin nebenbei am Handy, ich mache nebenbei irgendwelche Sachen, okay? Deswegen mach vielleicht die Cam an. Max, ich sehe dein wunderschönes Gesicht. Filippo, Bro, ich sehe dich noch nicht. Deswegen mach die Cam an, Bruder. Leute, der wichtigste Punkt ist, den wir verstehen müssen, okay? Ist es meistens nicht unsere Actions sind. Ist meistens nicht diese Actions sind, die wir changen müssen. Klar, das natürlich auch. Aber was kommt denn von den Actions, Guys? Leute, was macht ein Sportler jeden Tag? Ich habe es im Chat. Was macht ein Sportler jeden Tag? Sport. Trainieren. Das ist simpel, okay? Leute, was macht ein, was kann man noch sagen, ein Wissenschaftler jeden Tag? Eigentlich forschen, aber lernen, passt auch. Okay? Was macht ein Lehrer jeden Tag? Ein Lehrer macht das jeden Tag, auch mit seinen Kindern. Er lehrt. Okay. Was macht ein Trader jeden Tag? Traden. Er beschäftigt sich mit Trading. Was macht ein Networker jeden Tag? Eine wird Akquise schreiben. Kost, ich hab's kurz, Ben. Nice. Versteht, was ich meine, Guys? Der Punkt ist, warum du noch dir es gerade schwerfällt, diese Sachen zu tun. Weil du sagst, ich mache Trading. Weil du sagst, ich mache Network. Wo du sagst, ich mache diese gesamten Dinge. Leute, wo ich damals mir gesagt habe, scheiß mal drauf, was ich mache, ich bin Networker, deswegen mache ich diese Sachen. Ich bin Sportler, deswegen trainiere ich jeden Tag. Ich bin Trader, deswegen gucke ich jeden Tag online. Ich bin. Und Leute, diese 2 wunderschönen Buchstaben sind mächtiger, als du denkst. Es ist nicht darum, es geht nicht darum, ich habe es jetzt auf den dänischen Teamcall gesagt, auf Englisch, es geht nicht darum, Leute, Trading zu machen. Es geht nicht um TPs zu machen, es geht nicht um Prozente zu machen. Es geht darum, Trader zu sein. Es geht darum, erfolgreicher Trader zu sein. Darum geht es, Leute. Nicht um irgendwas anderes. Es geht darum, ein erfolgreicher Trader zu sein.
Es geht darum, Chairman. Es geht darum, ein erfolgreicher Networker zu sein. Darum geht es. Und wenn du dir das selbst sagst, vertrau mir, es geht weg. Es geht weg, dieses Gefühl von, oh mein Gott, ich habe ein SL kassiert. Weil wenn du weißt, ein erfolgreicher Trader muss SLs kassieren, ein erfolgreicher Networker muss Absagen kassieren, ein erfolgreicher Networker muss das kassieren, dass sein Team quittet, dass Leute aufhören. Aber du machst trotzdem weiter. Warum? Weil du erfolgreich bist. Weil du weißt, ich bin dieser Networker, weil du weißt, ich mache diese gesamten Sachen. Das Game ist leicht. Aber du musst diese Identity jetzt changen. Du musst genau jetzt anfangen in der nächsten Zeit. Und bitte verlasst uns das verstehen, Leute, als Team, alle zusammen. Weil ich mir fest überzeugt bin, wenn wir zusammen diese Identity changen, zusammen sagen, okay, wir machen diesen Ort zu einer besseren Welt. Wir change jetzt alles, was wir wirklich haben. Leute, wir können Großes ändern. Du kannst Großes ändern. Leute, nach dieser Entscheidung bin ich 2 Monate später P1K gegangen. Nachdem ich gesagt habe, ich bin jetzt Networker. Ich hatte danach Geld im Trading verdient, Guys. Nachdem ich das gesagt hatte. Das heißt, diese Sachen ändern sich halt irgendwie, wenn man diese Entscheidung für sich trifft, wenn man diese Identity changed. Sehen, Guys, was bist du im Chat? Schreib, was du bist. Du bist Trader, du bist Networker, Chairman. Genau das sind diese Sachen. Genau das sind diese Sachen. Founded. Ich bin Networker, Trader, erfolgreicher Trader. Ich bin Trader. Leute, das sind die Sachen, die wir brauchen. Dieser Self-Talk. Millionär, kann man auch sagen. Das sind diese Sachen, die du dir selber sagen musst. Leute, ergeben diese Sachen Sinn. Drop dein Sieben Chat. Ergeben diese Sachen wirklich Sinn. Okay? Weil, Leute, ich denke, das sind diese krassen Punkte. Weil, klar, Guys, ich kann jetzt so mit anderen Sachen anfangen. Okay? Ich kann mit krassen Stuff hier raus und sowas. Aber, Leute, das hilft uns doch alles nicht, oder? Klar, Psychologie ist schön und gut. Aber, Leute, das sind die Basics, die wir alle brauchen. Diese Basics brauchen wir. Weil vertrau mir, wenn du sagst, du bist ein Trader, alles kommt von alleine. Alles, das ist gegessen, okay? Aber es fängt bei deiner Identity an. Es fängt bei diesem Identity Change an. Leute, for real, in meinem Leben sind letzten paar Monate Dinge passiert, vertraut mir, die wollte ich nicht im Leben haben. Okay? Sei es finanziell, sei es privat, da sind echt eklige Sachen passiert, okay? Krankenkasse und so weiter. Es sind eklige Sachen passiert, okay? Aber Leute, warum bin ich da durchgegangen, als wäre es nichts? Weil ich gewusst habe, ich bin eine erfolgreiche Person, ich bin ein erfolgreicher Trader, ich bin erfolgreicher Networker, das gehört dazu. Deswegen, warum soll ich mich diesem Problem da einfach da zusammenkriechen und sagen, oh mein Gott, das ist ja so schlimm und sowas, wenn es auf den Weg dazugehört, wenn es Teil des Games ist, wenn es ein Teil einfach davon ist. Wir alle wollen doch die schönen Seiten vom Leben haben, wir alle wollen doch immer die schönen Seiten der Medaille haben, aber du musst dich auch mal fragen, was sind die anderen Sachen, die es dazu braucht. Okay? Leute, ich bin dankbar dafür, dass ich die Probleme mit der Krankenkasse hatte, weil es ein Teil davon ist. Okay? Und du solltest nicht nur die gesamte Blessings wollen, du solltest auch die Probleme damit wollen. Darüber solltest du nachdenken. Frag dich darüber, was für Probleme kommen damit, wenn du Trader bist. Was für Probleme kommen, wenn du Networker bist, wenn du erfolgreicher Networker bist. Was für Probleme kommen da auch? Und Leute, diese Sachen sollst du genauso wollen wie die positiven Sachen. Leute, ich bin dankbar für diese Probleme, die ich momentan habe. Auch wenn sie euch schon nerven, aber ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür. Okay? Und genau das solltest du genauso haben, Guys. Okay? Genau diesen Punkt sollten wir wirklich ganz genau so haben, Leute. Okay? Es ist sehr wichtig. Leute, auf der Convention wurde ein Satz gesprochen, okay? Emotion creates, schreibt's im Chat, Emotion creates Motion, okay? Leute, wir sind in einem emotion-driven Business. Das heißt, unsere Emotionen, wie wir uns in diesem Business fühlen, kreieren was? Unsere Bewegungen kreieren was? Unsere Handlungen. Das heißt, wenn wir uns gut fühlen in diesem Business, wenn wir excited sind, wenn wir nach vorne kommen, Leute, haben wir positive Resultate. Okay, das heißt, du sollst excited sein. Leute, drop mir eine 7-Chat, wenn du jeden Tag excited bist. Okay, jetzt sei ehrlich, wenn du wirklich jeden Tag excited bist. Drop eine 2-Chat, wenn du lügst. Weil Leute, ich würde lügen, wenn ich jeden Tag excited bin. Sag ich euch ehrlich. Leute, wir alle, du kannst nicht jeden Tag excited sein. Du kannst nicht jeden Tag Bock haben. Du kannst nicht jeden Tag aufstehen und sagen, let's go. Okay, kannst du nicht. Es funktioniert nicht, Leute. Wir sind Menschen. Es ist normal, okay? Du müsstest nichts vormachen, Gott. Du müsst keine Stärke unbedingt zeigen, Leute, die ganze Zeit, okay? Marco, Bro, wenn du excited bist, Bro, mach genauso weiter, Bro. Mach genauso weiter, Bro. Alles gut. Aber Leute, der Punkt ist halt, wenn du nicht jeden Tag excited bist, wir müssen verstehen, Leute, was lösen denn Emotionen aus? Okay, was, Leute, schreibt es in den Chat, was lösen Emotionen aus? Ich habe es aus dem dänischen Teamcall gestern gehört, auf Englisch war sehr, sehr witzig, aber heute kannst du Deutsch erklären, ist ein bisschen besser. Was lösen Emotionen aus? Und immer, du schreibst nicht Chat. Gedanken, okay, Gedanken, ja, Luisa weiß es schon, okay. Lass uns darüber nachdenken, Weihnachten. Wir alle kennen es doch, oder? Weihnachten, du warst genau 10 Jahre alt, Mama, Papa sagen dir, ey, du bekommst eine Playsee, okay? So war es bei mir, ich hatte meine Story einfach. Du bekommst eine Playstation, okay?
Eine PlayStation zu Weihnachten. Leute, 2 Wochen vor Heiligabend, vor dem 24. Ich konnte nicht schlafen. Es hat nicht funktioniert. Ich habe die ganze Zeit daran gedacht, wie ich den Controller in die Hand nehme, wie ich dann meine Videospiele spiele, wie ich dann zocke und alles. Ich konnte nicht schlafen. Kennt ihr das? Es hat nicht funktioniert. Okay, ich konnte es nicht. For real. Ich habe darüber nachgedacht. Und dann ein Tag vor Weihnachten war der schlimmste Tag, den es immer gab, oder? Ein Tag vor Weihnachten war der Tag immer, wo du gedacht hast, der Tag, ich habe noch nie so lange Tag in meinem Leben gehabt. Oder? Warum, Guys? Warum? Wir haben uns schon vorgestellt, wie es sein wird, wenn wir es haben. Du hast diese Bilder im Kopf gehabt. Luisa hat recht. Es waren die Bilder in deinem Kopf schon. Diese Bilder waren die ganze Zeit schon in deinem Kopf, wie wenn du es hast. Ich habe mir schon vorgestellt, diese Controller, und dann werde ich PlayStation spielen und dann dies und dann das und dann das. Und genau das war es. Genau das war es. Okay? Aber wieso stellst du dir nicht jeden Tag vor, wie wenn du Chairman bist? Wieso stellst du dir nicht jeden Tag vor, wie wenn du dein Seven-Figure-Konto hast und deinen Eltern ein Batzen in die Hand drückst und sagst, Mama, das kriegst du jetzt jeden Monat? Wieso stellst du dir das nicht jeden Tag vor? Wieso hast du die PlayStation jeden Tag gesehen, wo du gewusst hast, die habe ich ja safe, obwohl du eigentlich auch weißt, wenn du ja jeden Tag die Sachen tust, was ich gerade gesprochen habe, das habe ich auch safe, aber warum siehst du es dann nicht jeden Tag und du weißt, es ist ja eh safe, wenn du jeden Tag die Sachen tust? Wisst ihr, Geist? Das heißt, lass uns diese Bilder jeden Tag sehen, Leute, momentan, ich sehe diesen Chairman jeden Tag. Leute, ich sehe jeden Tag, wie ich auf diese Bühne gehe, in Empire Rise mit einem schwarzen Anzug, mit weißen Schuhen, einer schönen Uhr, wie ich da auf die Bühne gehe und dann einfach meine Part halte. Und wie ich eure ganz Gesichter sehe, wie ihr einfach komplett Ulm auseinandernehmt. Das sehe ich jeden Tag. Und das lässt mich excited machen. Das lässt mir dieses Feuer geben, Geist. Okay? Das ist das, was für Bilder siehst du. Leute, lass uns diese Bilder jeden Tag sehen. Diese Bilder jeden einzelnen Tag sehen, dass wir es wirklich merken, wie es anfühlt. Leute, ich weiß, dieser Anzug sich anfühlt, for real. Ich habe noch nie einen Anzug an, okay? Aber ich weiß, wie er sich anfühlt. Ich weiß ganz genau. Ich weiß, wie ich riechen werde. Ich weiß, wie die Schuhe sich anfühlen werden. Ich weiß ganz genau, warum ich die Bilder sehe, weil ich die Gedanken habe, weil ich die Emotionen habe. Und genau deswegen rede ich, tue ich genau das, was Herr Sherman gerade auch tut, Geist, okay? Und genau das müssen wir auch tun. Weil es ist was? It's becoming what you want to be. Genau das ist, Leute, darüber haben wir geredet. Okay, deswegen falsch jetzt schon so, als wäre es an diesem Punkt schon. Leute, das sind wichtige Sachen, Mann. Das sind wichtige Sachen. Lasst uns bitte genau diese Sachen wirklich sehr, sehr stark umsetzen, okay? Ich meine, Leute, wir haben gerade über sehr, sehr, sehr viele Dinge gerade geredet, über sehr viel Value geredet. Und ich wollte es auch nicht allzu lang halten, okay? Aber Leute, der Hauptpunkt, der diesen Call einfach verstanden sollte, ich habe nur über dich gerade ganz über diesen Call geredet. Ich habe gerade nur über diesen Call geredet, was du verändern kannst. Ich habe nur auf diesen Call gerade geredet, dass alles in deiner Verantwortung liegt. Haben wir nicht am Anfang über Verantwortung geredet? Wir haben am Anfang über Verantwortung geredet, oder? Leute, diese Sachen, die ich dir gerade gegeben habe, ich schwöre dir und schicke dafür meine Hand ins Feuer. Wenn du diese Sachen jeden Tag jetzt umsetzt, wenn du jeden Tag anfängst, die Sachen zu ändern, wenn du jeden Tag sagst, ab jetzt sind diese Sachen, die mir Adrian gesagt hat, tue ich sie jeden Tag implementieren in mein Leben. Ich tue diese trojanischen Pferde entfernen. Ich tue mich darauf besinnen, was ich wirklich hier mache. Ich schwöre es dir auf alles. Du wirst hier Erfolg erzielen. Du wirst hier deine Resultate bekommen. Du musst dir nur Zeit geben. Du wirst Resultate erzielen. Aber es liegt in deiner Verantwortung, ob du jetzt die Sachen tust. Leute, in diesem Business geht es nicht um ein Kind zu sein. In diesem Business geht es darum, erwachsen zu sein. Und erwachsen sein bedeutet, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht anderen Menschen nicht gefallen, die vielleicht deinen Eltern nicht gefallen, deinen Freunden nicht gefallen, aber wo du ganz genau weißt, diese Entscheidungen sind für mich die richtigen Entscheidungen. Leute, meinen Eltern hat es damals nicht gefallen, wo ich gesagt habe, an meinem Geburtstag habe ich um 11 Uhr morgens kurz. Wo ich gesagt habe, nein, Mama, ich werde nicht zum Essen kommen. Aber jetzt mittlerweile sind sie dankbar dafür, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und Leute, es liegt in deiner Verantwortung, was du jetzt für diese Sachen tust. In deiner gesamten Verantwortung. Deswegen, Geist, bitte lass dich mehr Verantwortung abschieben, weil, Leute, wie du dich gerade fühlst, es liegt in deiner Verantwortung. Deine Verantwortung. Und wir haben darüber gerade geredet. Deswegen, bitte lass dich mehr darüber reden. Instagram ist schuld, Snapchat ist schuld, die Akquise ist schuld. Du bist schuld. Du bist schuld. Weil wenn dir Instagram dran schuld ist, dann kannst du das Problem ja nicht lösen, oder? Oder willst du den CEO von Instagram anrufen? Wenn der, keine Ahnung, wenn der Trading schuld ist, willst du beim Forex-Markt anrufen und sagen, ja Leute, der ist älter, war jetzt aber echt nicht korrekt, der war jetzt echt nicht fair. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wie willst du erfolgreich werden, wenn du dir Verantwortung darüber abgibst? Leute, wir müssen Verantwortung in unserem Leben annehmen, warum? Weil wir dann Sachen ändern können, weil wir dann eine Lösung finden können. Erst dann. Wenn du Verantwortung abgibst, gibst du Kontrolle ab. Was ist, wenn du keine Kontrolle hast? Du hast Kontrollverlust. Du hast Chaos erlebt und aus Chaos ist noch nie Ordnung entstanden. Aus Chaos ist noch nie Erfolg entstanden. Punkt. Und das müsst ihr verstehen. Deswegen gebe deine Verantwortung niemals ab. Niemals ab. Egal, was dein Leben ist. Du hast die Verantwortung. Egal, was ist. Wenn Imran heute missbaut oder sonstiges, habe ich die Verantwortung, weil ich in seiner Gegenwart war. Egal, was er gemacht hat. Ich hatte die Verantwortung. Leute, in jeder Lebenssituation gebe ich mir die Schuld für alle Dinge. Warum? Weil ich sie ja dann auch alle ändern kann, oder?
Und das sollten wir verstehen, Guys, okay? Und Leute, ich habe mir auch die, wir haben uns auch als Team Leadership die Verantwortung gegeben über euren Trading-Erfolg. Über euren Erfolg, okay? Und Leute, genau deswegen haben wir gesagt, wir tun Incentives ins Leben rufen. Okay, Leute, was für Incentives haben wir gerade? Leute, wir haben das Double Rank Up Incentive, okay, wo du wirklich, Leute, dieses Double Rank Up Incentive, ich verstehe nicht, wie krass das ist. Ich meine, ihr müsst einen Rank machen, den ihr sowieso machen wollt. Und automatisch könnt ihr mit einem IA-Zugriffs-Coin, mit einem Mickey-Coin, mit einem IA-Zugriffs einen gesamten Tag verbringen, weil etwas Krasseres gibt es nicht. Okay, sie sagt, lass uns diese Incentives pushen, lass uns dafür Action geben. Und parallel dazu, Leute, haben wir nämlich auf jeden Fall noch das Team B-Incentive, Leute. Das Team B-Incentive. Okay, wo du einfach Follow-ups machst, Calls machst, Anmeldung machst und dann nach vorne kommst. Vielleicht immer, Brudi, drop mal vielleicht gerne in die TNB-Gruppe die aktuelle Punkteliste. Weil Leute, ich sage euch ehrlich, momentan, es ist für jeden noch Platz da. Okay, die Top 19, die Top 18 werden auf jeden Fall dabei sein in diesem Incentive. Und Leute, ich sage euch ehrlich, momentan ist es für jeden Platz da. Und es ist nur die Entscheidung, es liegt deiner Verantwortung, ob du da am Start sein wirst oder du nicht am Start sein wirst. Okay, das ist deine Verantwortung. Deswegen lass es bitte verstehen. Aber Guys, wir haben noch was anderes. Okay, wir haben auf jeden Fall etwas anderes. Und ich weiß nicht, Todo, Bro, willst du es announcen? Bro, mach, let's go, mach du. Alles ich mach, oder du, Brody, kannst du auch gerne machen, wenn du willst. Wenn du fertig bist, Bro, kann ich es machen, zeig. Okay, Leute, was machen wollte? Ich drücke den Chat. Eins für mich, zwei für Todo. Oh, Todo, die wollen dich, Bro. Ich glaube, die mögen mich nicht, Bro. Die mögen mich easy. Nicht. Ich glaube, der Partner zu hart. Mach du, Todo, Bro, let's go. Easy, Guys. Geht mal auf die TV-Gruppe, ja. Geht mal auf die TV-Gruppe. Guys, glaub mir. Erzähl uns was, drop mal. Ich freue mich sehr, 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 uns zu dürfen. Ne? Guys, kurze Frage. Wer weiß, wer letztens im Trading einen sehr, sehr großen Meilenstein erreicht hat bei uns in Iwapi? Ja. Irgendwas mit Seven Figure oder so. So, weiß der jemand vielleicht wer? Ja, ich glaube, der eine oder andere weiß Bescheid. Und Guys, wir werden niemanden geringer als Pravin. Ja, ich droppe es auf jeden Fall. Am Mittwoch auf einem unserem internen TNB Trading Call haben. Und Guys, for real, ich kann euch sagen, Pravin ist die Person, die das, was Adrian gesagt hat, jeden Tag zu meistern, jeden Tag gegen sich selbst zu gewinnen. Guys, for real, der Mann hat die letzten 5 Jahre jeden Tag gegen sich gewonnen. Guys, der Mann kommt aus dem Nichts, auch von Null und ist jetzt mit 18 Jahren an dem Punkt, dass er im Trading, ja, das, wir bewerten auf jeden Fall mal die Aufzeichnung. So. Oder Adam ist fertig, Bro, oder? Kann ich euch auch so